Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde, dies ist die heutige Botschaft der Galaktischen Föderation. Wir von der Galaktischen Föderation wissen, dass manche Seelen Angst vor Veränderungen haben, weil sie glauben, dass sie ihnen irgendwie das nehmen, was sie derzeit genießen. Wir von der Galaktischen Föderation sagen ihnen, dass ihr mit jedem Schritt nach vorn in eine höhere Ebene eintretet und mit jeder das hinter euch lässt, was den Schwingungen, die einen größeren Zustand der Vollkommenheit herbeiführen, nicht mithalten kann. Das Karma und das Gepäck, das an ihnen haftet, fallen ab und auch sie werden perfekter. Nur wenige Schritte werden deinen physischen Körper verändern, sodass er schließlich nicht von den niederen Schwingungen korrumpiert oder beeinflusst werden kann. Das meiste von dem, was wir erwähnen, wird in relativ kurzer Zeit geschehen, und unsere Anwesenheit wird sicherstellen, dass ihr für den Aufstieg bereit seid. Ja, wir haben so viele Zivilisationen mit uns auf dieser Mission, dass es uns an nichts mangeln wird, was nötig ist, um sie zu erfüllen. Viele von ihnen werden ihnen vorgestellt, damit sie sich mit ihnen vertraut machen und erkennen, dass sie Lichtwesen sind. Wer könnte die letzten Schritte, die sie machen müssen, besser begleiten? Ich begrüße diese Gelegenheiten, ihnen zu erklären, was in ihrer Zukunft auf sie zukommt. Wir von der Galaktischen Föderation geben ihnen Ideen und versuchen, sich ein Bild in ihren Köpfen zu machen, damit sie sich auf vieles freuen können. Es hilft, ihnen die Kraft zu geben, zentriert zu bleiben, wenn es hart auf hart kommt. Sehen Sie den Regenbogen und den Goldschatz, denn Sie treten wirklich in ein goldenes Zeitalter ein, das so schön und erhebend sein wird, dass wir es kaum in Worte fassen können. Selbst in Ihren kühnsten Träumen haben Sie das Gefühl der wunderbaren Energien, die Sie erleben werden, nicht berührt. Sie beseelen dich absolut mit einer großen Liebe und einem großen Licht, und von dort bist du vor Äonen einst gekommen. Es mag unwirklich erscheinen, aber das liegt daran, dass ihr so lange in den niederen Schwingungen wart, dass es euch schwer fällt, es euch anders vorzustellen. Energetisch sensible Menschen neigen dazu, nicht vollständig in ihrem Körper sein zu wollen. Das kann an dem Wunsch liegen, sich mit den höheren Reichen zu verbinden, und auch an der Angst, von Gefühlen oder einigen der dichteren Energien, die auf dem Planeten existieren, überwältigt zu werden. Wenn du deine Lichtarbeit verbessern möchtest, kommst du an den Büchern, die du im Link unter dem Video findest, nicht vorbei. Sie gelten als Standardbibel esoterischer Lichtarbeit. Es findet sich auch ein Link zu 600 weiteren Inhalten über die Galaktische Föderation und die Plejadenweisheiten, mit denen du unterstützen kannst. Bitte abonniere auch den Sicherheitskanal von Ashtashiran. Worauf wir hier jedoch hinweisen möchten, ist, dass ihr euch im Prozess des Verkörperns befindet. Das bedeutet, dass ihr mehr und mehr von eurem Seelenselbst in eurem physischen Körper verankert und dies sowohl als euer Geschenk als auch als eure Erfahrung auf der Erde nutzt. Je mehr ihr zulasst, dass diese Energie in euer physisches Wesen und Sein integriert wird, desto leichter wird es euch fallen, nicht von niederen Energien beeinflusst zu werden. Ihr werdet zum Träger und Überbringer von Energie, statt zum Fänger von Energien. Ihr werdet eurer Seelenmission gerecht werden, eine spirituelle Erfahrung in menschlicher Form zu machen. Euer Körper ist das bemerkenswerteste Werkzeug. Er ist euer Aufstiegsfahrzeug. Schließt Freundschaft mit eurem Körper. Geht mit all euren Sinnen in euren Körper hinein, nicht nur mit euren psychischen Sinnen. Atmet ein und spürt, wie der Sauerstoff euren Körper versorgt. Riecht die Luft. Spürt die Sonne auf eurer Haut. Benutzt eure Augen, um die Schönheit und Wunder zu entdecken, die überall um euch herum existieren. Hört die Vögel und das Flüstern des Windes. Nehmt euch die Zeit, euer Essen wirklich zu schmecken, und erlaubt euch, seine Lebendigkeit zu spüren. Spürt die Freude an der Bewegung. Ihr könnt nicht gleichzeitig ablehnen, im Körper zu sein, und euren Verkörperungsprozess unterstützen, ihr Lieben. Eure Körper arbeiten unermüdlich, um euch und euren Erfolg zu unterstützen. Es ist sicher für euch, euch zu gestatten, die volle Erfahrung zu machen, in eurem Körper zu sein, denn genau dafür seid ihr auf dem Planeten. Der Tag der Wahrheit rückt immer näher und dir wird jede Hilfe geboten, um deine Bewusstseinsebene zu erhöhen. Ihr wisst es, die Zeit ist reif für die große Veränderung. Die Krise ist noch nicht vorbei, doch dann kommt das galaktische Licht. Eure Befreiung aus dem Gefängnisplaneten, euer Aufstieg in die 5. Matrix, die große Offenlegung und der Erstkontakt sind nicht mehr in weiter Ferne. Wir sind der Rat der Galaktischen Föderation, wir sind die Menschen des Arcturus, die Sirianischen Menschen, die Lyrianer, die Plejadier und sogar die Menschen der weit entfernten Andromeda-Galaxie.
Unsere Energieübertragungen mögen dich reinigen und dir helfen, die 3D-Matrix zu verlassen und in die göttliche 5D-Matrix rein zu transzendieren. Und in diesem Sinne verbleiben wir mit den syrianischen Worten, Shakara Umsilum Kevaru Ishtar, was so viel heißt wie, das Licht sei mit dir.